Kapitel 9, Punkt 2. Der Prophet Musa, Friede und Segen seien auf ihm, bittet Allah zu sehen. Nachdem klargemacht wurde, dass er nicht wie seine Schöpfung ist, lehrt uns Allah, dass unsere Augen ihn nicht erfassen können. Er sagt: Blicke können ihn nicht erreichen, er aber erreicht die Blicke. Surah Al-An'am, Vers 103. Um dies zu verstärken, berichtet Allah im Koran aus dem Leben des Propheten Musa. Und als Moses zu unserer festgesetzten Zeit gekommen war und sein Herr zu ihm gesprochen hatte, sagte er: Mein Herr, zeige dich mir, auf dass ich dich schauen mag. Er sprach: Du wirst mich nicht sehen, doch blicke auf den Berg. Wenn er unverrückt an seinem Orte bleibt, dann wirst du mich sehen. Als nun sein Herr dem Berg erschien, da ließ er ihn zu Schutt zerfallen, und Moses stürzte ohnmächtig nieder. Und als er zu sich kam, sagte er: Gepriesen seist du, ich bekehre mich zu dir, und ich bin der Erste der Gläubigen. Sura Al-A'raf, Vers 143. Der Prophet Moses, Friede auf ihm, dachte, dass ihm die Sicht auf Allah gewährt würde, da Allah ihn zu seiner Zeit dem Rest der Menschheit vorgezogen hatte, um seine Botschaft empfangen zu dürfen. Jedoch machte Allah ihm deutlich, dass dies für niemanden möglich ist. Kein Mensch kann die gewaltige Schönheit Allahs aushalten, geschweige denn Allahs grenzenloses Wesen.